Hey, schön, dass du wieder da bist. Willkommen zurück heute mit den drei Signalen, an denen du erkennst, dass die Frau bereit ist, mit dir Nummern zu tauschen oder aufs Date zu gehen. Instant Date, richtiges Date. Viel Spaß beim Video. Also heute soll es darum gehen, woran du erkennen kannst, drei eindeutige Zeichen, dass die Frau bereit ist, in deinem Flirt den nächsten Schritt mit dir zu gehen. Und der nächste Schritt ist in den meisten Fällen, du gehst dann mit ihr aufs Date, du gehst mit ihr auf ein Instant-Date, ein Sofort-Date, also sofort einen Kaffee trinken, sofort zu ihr nach Hause, sofort was essen, was auch immer, oder sie ist bereit, Nummern zu tauschen. Wenn du eins von diesen Signalen bekommst oder vielleicht auch alle Signale gleichzeitig, dann weißt du, okay, hier kannst du den nächsten Schritt machen. Und du kannst wirklich so vorgehen, dass du da einfach diesen Flirt hast, das Gespräch, und dann einfach guckst, okay, kommen diese Signale nicht, wann kommen sie, und einfach entspannt dich zurücklehnst, auf die Signale wartest und dann immer den nächsten Schritt machst. Ne? Ganz viele Anfänger fragen mich immer wieder, hey Tim, woher weiß ich denn, dass ich jetzt den nächsten Schritt gehen kann? Und generell sage ich, probier es ruhig einfach aus, geh ruhig den nächsten Schritt, das ist schon in Ordnung, du hast ja auch nicht viel zu verlieren, aber du kannst es eben auch an diesen Anzeichen festmachen, wenn du weißt, wonach du gucken musst. Und so die erste Sache, auf die du achten musst, ist, wenn Frauen dir gegenfragen, Fragen stellen. Das wirkt jetzt so ein bisschen so wie, ja, komm Tim, das macht doch jeder, jede normale Person stellt dir doch Gegenfragen, aber dem ist nicht so. Du wirst es sehr oft erleben, dass Frauen, die nicht so wirklich Interesse am Gespräch mit dir haben, dir auch keine Gegenfragen stellen. Denn wenn sie dir Gegenfragen stellen würden, dann würde das ja dafür sorgen, dass das Gespräch weitergeht. Und das ist ja das, was sie eben nicht wollen. Das heißt, Frauen, die kein Interesse an dir haben, du kannst sehr, also mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass diese Frauen dir nicht viele Gegenfragen stellen. Das ist wirklich der Fall. Und wenn eine Frau dir viele Gegenfragen stellt oder allgemein Gegenfragen stellt, dann ist es in den meisten Fällen so, dass ein Grundinteresse vorhanden ist. Und ja, es gibt so ein paar Frauen, die einfach auch nur aus Freundlichkeit mit dir dann weiter kommunizieren, weil die halt so aufgezogen wurden. Das sind gerade auch Frauen aus dem Osten. Ostfrauen sind sehr oft so, dass sie auf ganz natürliche Art und Weise mit einem Mann sprechen, wenn er sie anspricht. Ich weiß nicht genau, inwiefern das in deren Kultur verankert ist, aber das ist meine Erfahrung und auch die Erfahrung meiner Teilnehmer. Aber generell, wenn die Frau viele Fragen stellt, Rückfragen stellt, sehr, sehr gutes Zeichen, dass dir unter Umständen sagt, du kannst aufs nächste Level mit ihr. Die andere Sache ist, wenn die Frau dich berührt, wenn die Frau dich von sich aus berührt, das ist eines der stärksten Zeichen überhaupt. Das ist ein deutlich stärkeres Zeichen, als wenn die Frau die Gegenfragen stellt, und das passiert nicht aus Versehen. Eine Frau wird dich nicht aus Versehen berühren, außer, keine Ahnung, sie fällt gerade um und muss sich an die anlehnen, damit sie nicht auf die Fresse fällt. Das ist was anderes. Aber unter allen normalen Umständen, wenn eine Frau dich berührt, egal wie kurz, egal wo, egal wie, ja, ich sag mal, irrelevant dir das vorkommen mag, es war nicht aus Versehen. Die Frau hat dich nicht aus Versehen berührt. Die hat dich berührt, weil sie dich berühren wollte. Die hat dich berührt, um dir ein Signal zu schicken, hey, ich bin bereit für den nächsten Schritt. Denn so machen die Frauen das. Frauen sagen nicht zu dir, hey, ich bin bereit für den nächsten Schritt. Manche ja, 95% der Frauen nicht. Sondern Frauen kommunizieren es dir Subkommunikation. Die kommunizieren es dir auf andere Art und Weise. Unter anderem dadurch, dass sie dir Fragen stellen. Unter anderem dadurch, dass sie dich berühren, dass sie Körperkontakt aufbauen. Das ist eines der stärksten Zeichen überhaupt. Wenn du das bekommst, weißt du, Nummer ist auf jeden Fall drin, Date ist auf jeden Fall drin. Aber im Grunde sagt dir das auch, dass du in dem Moment auch Körperkontakt aufbauen kannst. Wenn du es also noch nicht gemacht hast, Körperkontakt aufbauen, und sie macht es bei dir, dann kannst du es in dem Moment auch bei ihr machen. Da kann nicht mehr viel passieren. Oder du baust Körperkontakt zu ihr auf und schaust, wie sie reagiert. Wenn sie erstmal damit in Ordnung zu sein scheint oder auch dich dann berührt, nachdem du sie berührt hast, super gutes Zeichen, und daran erkennst du, du kannst aufs nächste Level mit ihr, du kannst weiter mit ihr eskalieren. Na, das sind sozusagen kleine Tests, die du machen kannst mit den Frauen, um zu schauen, okay, wie bereit ist sie denn? Wie bereit ist sie bereits, mir und meiner Führung zu folgen? Wie offen ist sie mir gegenüber? Und das kannst du halt rausfinden, indem du beispielsweise Körperkontakt aufbaust oder eben darauf reagierst, wenn sie dich berührt. Und das dritte Zeichen, dass sie bereit ist für den nächsten Schritt, bereit ist, mit dir auf ein Date zu gehen beispielsweise, ist, wenn sie dir schreibt oder wenn sie von sich aus das Ganze organisiert. Also es gibt manchmal Frauen, das hatte ich gerade gestern im Coaching, die dann anfangen, von sich aus Dates zu organisieren mit den Männern, weil sie ihnen so gut gefallen haben. Ganz klares Zeichen natürlich. Dann gibt es aber auch sowas, dass, angenommen, ihr habt Nummern getauscht, vielleicht habt ihr euch schon mal getroffen, und dann schreibt sie dir im Sinne von, hey, wie geht's dir, oder hey, wie war dein Tag, oder irgend sowas, was dir vorkommt, als wäre es total, ja, irrelevant, irgendwas total Kleines, wo sich jeder normale Mensch denken würde, ja, das hat ja jetzt nicht die riesen Bedeutung.
hat es aber schon. Wenn die Frau dir beispielsweise schreibt, nehmen wir mal das Beispiel, hey, wie geht's dir? Hey, wie war dein Tag? Einfach so von sich aus, dann bedeutet das so viel wie, hey, ich möchte mit dir in Kontakt treten. Und in meiner Welt bedeutet das so viel wie, hey, bitte kümmere dich darum, dass ein weiteres Treffen stattfindet. Also das ist so diese Einladung, hey, kümmere dich darum, dass es vorangeht. Hier, ich melde mich mal kurz bei dir, um dir zu zeigen, es ist Interesse da, du kannst deinen nächsten Move machen. Dir mag das wie nichts vorkommen, aber Frauen machen sowas nicht aus Versehen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Ne? Wenn ihr offensichtlich nur befreundet seid oder ihr seid Schulkameraden und ihr seid wirklich die ganze Zeit auf einer freundschaftlichen Basis unterwegs und dann schreibt sie dir, hey, wie war dein Tag? Na, dann ist es offensichtlich einfach nur, weil ihr Freunde seid. Du musst es natürlich im richtigen Licht betrachten. Ich rede jetzt hier mehr von Frauen, die du wirklich auf der Straße angesprochen hast, mit der Intention, hey, du gefällst mir, ich will dich treffen, kennenlernen, etc. Und wie gesagt, du kannst dir ziemlich sicher sein, dass wenn sowas passiert, sie dir eine Möglichkeit geben möchte, beziehungsweise dir das Signal schicken möchte, hier, komm, mach das nächste Treffen mit mir aus oder sorg dafür, dass wir uns sehen, sorg dafür, dass wir kommunizieren können. Du kannst sie natürlich auch erstmal anrufen, ein bisschen mit dir quatschen, dann das Date ausmachen oder du machst das Date direkt übers Schreiben aus. Fassen wir die Signale nochmal zusammen. Das erste Signal, und das bekommt man schon relativ häufig, und das kann, wie gesagt, auch nicht das Signal sein, aber ist es in den meisten Fällen, ist, wenn die Frau die Gegenfragen stellt. Wenn die Frau in das Gespräch investiert, die Gegenfragen stellt, ist das meistens ein Zeichen, dass du auf die nächste Ebene gehen kannst. Wie gesagt, es gibt manche sehr gut erzogene Frauen, viele ostdeutsche Frauen, die einfach generell mit Männern zu kommunizieren scheinen, sobald sie angesprochen werden. Das gibt's auch. Zweites und sehr, sehr starkes, sehr, sehr eindeutiges, vielleicht das eindeutigste Signal überhaupt, ist Körperkontakt von ihrer Seite aus. Körperkontakt von ihrer Seite aus sagt dir, du kannst den nächsten Schritt gehen und der muss in diesem Fall nicht mal unbedingt Nummer oder Date sein, sondern der kann auch Körperkontakt von dir sein. Das könnte sowas bedeuten wie, ich bin bereit, mit dir sexuell zu werden. Und das bedeutet es in vielen Fällen. Körperkontakt, der von der Frau ausgeht, ist eigentlich niemals zufällig. Außer, wie gesagt, sie kippt gerade um und muss sich an dir festhalten, um nicht auf den Boden zu fallen. Dann war es vielleicht doch etwas, was in die Situation gehört hat. Ne, oder sie schüttelt dir die Hand zur Begrüßung, ne, oder umarmt dich zur Begrüßung. Das sind so Sachen, die man jetzt nicht überbewerten muss, aber du verstehst, denke ich, was ich meine. Dritte Sache ist, wenn sie, jetzt habe ich es vergessen. Genau, dritte Sache ist, wenn sie von sich aus sich bei dir meldet, wenn sie dich zum Beispiel anschreibt, von sich aus was organisiert, sowas wie, hey, wie geht's dir, hey, wie war dein Tag, kommt uns meistens wie nichts vor, bedeutet aber so viel wie, hey, ich möchte mit dir in Kontakt treten und ich bin auch bereit, zum Beispiel mit dir ein nächstes, ein weiterführendes Date zu machen. Das sind Sachen, an denen kann man sehr, sehr leicht erkennen, dass die Frau bereit für den nächsten Schritt ist. Aber wenn du dir nicht sicher sein solltest, ob die Frau bereit für den nächsten Schritt ist, dann kannst du auch immer einfach den nächsten Schritt gehen. Na, das birgt natürlich die Gefahr der Ablehnung und optimalerweise möchtest du das natürlich nicht erleben, das ist natürlich ganz klar, aber du kannst immer den Schritt gehen. Das heißt, was ich dir hier mit diesem Video nicht sagen will, ist, leg dich jetzt fest und nur wenn du diese Signale siehst, kannst du weitergehen. Das ist nicht meine Message, du kannst es auch immer so machen, aber diese Signale helfen dir auf jeden Fall zu verstehen, wann es soweit ist. Schön, dass du dabei warst, wir sehen uns übermorgen wieder. Links neben mir abonnierst du den Channel, unter mir kommst du zum Coaching-Bewerbungsseite, da kannst du dich für einen neuen Coaching-Platz im neuen Jahr bewerben, die jetzt offen sind. Hier unten wirst du weitere Informationen bekommen zu deinem Erfolg mit Frauen. Geil, dass du dabei warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao.